Im heutigen Video gibt es Pizza. Letztes Mal gab es ja den Lehreraffen. Und dann hatte ich euch gesagt, ihr habt jetzt die Auswahl zwischen den Soldatenaffen, das ist dieser hier, und der Pizza. Und ihr habt euch ganz klar für die Pizza entschieden. Und diese werde ich jetzt erstmal hier platzieren. Oh, die sieht aber echt lecker aus. Ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und einen Kommentar da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn mit diesem Video finanziere ich mir hoffentlich heute Abend eine eigene Pizza. Und bevor wir das Video jetzt mit der Pizza starten, wollte ich euch noch eine Karte zeigen. Und zwar eine richtig, richtig geile. Die fand ich richtig cool. Und zwar, ich weiß nicht, ob die noch hier am Trenden ist. Nee, ich sehe sie leider nicht mehr. Ah, hier ist sie. Von Triforce Seeker mit 555 Likes. Eine Minecraft-Map. Guckt euch das mal an. Wie geil sieht das bitte aus? Der hat einfach einen Creeper gemacht. Der hat ja einfach so einen Minecraft-Baum gemacht, der wirklich so aussieht wie so ein Baum in Minecraft. Also ich finde es richtig cool. Hier, diese Map wollte ich euch nur mal kurz zeigen, damit ihr die vielleicht auch spielen könnt. Ich zeige euch ganz kurz, wie die Bloons kommen. Die kommen von hier unten links, fahren dann einmal um den Baum herum und fahren hier vorne links wieder raus. Also richtig nice. Hatte ich gesagt, die kommen von vorne links. Die kommen von unten rechts, sorry. So. Und ja, wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen. So, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich platziere die Pizza wieder hier. Hier ist, glaube ich, eine gute Position. Und let's go. Also die Pizza kommt übrigens auch mit einem Paragon, mit der Pizza Domino's. Domino's kennen ja wahrscheinlich viele von euch. Das ist eher so ein Ding in Großstädten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, so haben wir viel Domino's hier in Deutschland? Haben wir überhaupt Domino's in Deutschland? Weil bei mir in der Nähe hat man keinen Domino's auf jeden Fall. Und oh mein Gott, okay, die Pizza macht so einen Feuereffekt, sobald die Bloons drüber fahren. Sehr, sehr nice. Und ich war letztens in Holland mit meiner Freundin und da waren wir bei Domino's und die hatten eine richtig geile Pizza. Und wir waren bei New York Pizza, hieß das, glaube ich. Die hatten auch richtig heftige Pizzen. So richtig, mit so einem richtig dicken Teig. Oh mein Gott, Leute, ich liebe Pizza. Ich kriege so Hunger jetzt schon bei dem Video. So, ich platziere mal Ben hier. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes mal auf, ja, mehr Soße als normalerweise. Und dadurch machen wir jetzt passierte Tomaten und scharfe Tomatensoße auf die Pizza. Und dadurch macht er mehr extra Schaden über Zeit. Aber irgendwie ist unsere Pizza deswegen jetzt auch verschwunden. Das ist irgendwie doof. Warum ist denn die jetzt weg? Okay, also wir machen da, seht ihr das? Passt mal auf jetzt bei den blauen Bloons. Wir machen da so ein Gift drauf oder so. Ah, wobei die blauen sind One-Shot. Jetzt bei den Grünen. Passt mal auf. Und zack, da ist so ein, ja, da ist so Tomatensoße auf den drauf und die macht einfach Schaden über Zeit und macht die kaputt. Ich gehe jetzt nochmal auf extra Käse. Extra Käse macht, dass die Bloons, ja, dass diese ganze Soße und so länger an den Bloons klebt und macht aber keinen Moab-Schaden, weil die laktoseintolerant sind. Okay. Oh, 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 da ist jetzt eine neue Pizza. Sieht sehr geil aus mit richtig viel Käse drauf. Also da hat sich der Modder auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht und hat da seine eigenen Models gemacht. Finde ich übrigens sehr cool, dass er sowas gemacht hat. Wir hätten hier jetzt noch Crunchy Crust, also so einen knusprigen Rand, den wir machen können. Dadurch können wir dann Critical Hits machen, so wie ich das verstehe. Okay. Ich bin gespannt. Ich gehe einfach mal auf jetzt den knusprigen Rand und zack. Hat sich optisch nicht wirklich was verändert, glaube ich, aber vom Schaden her. Oh, wir können jetzt critten. Oh, guckt euch das an. Zack. Und wir machen oben auch immer ein bisschen Schaden. Das ist sehr gut. Vielleicht hole ich gleich noch ein Affendorf, dass die Pizza ein bisschen größere Reichweite hat und oben besser hittet, Leute. Was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ist George platzieren. Denn George mag gerne Pizza. Ja, wer mag nicht gerne Pizza? Also Pizza ist persönlich mein Lieblingsessen. Aber es ist ja immer so diese Debatte zwischen Pizza und Burger. Seid ihr eher Pizza oder eher Burger-Typen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir können ja mal gucken, wer mehr Pizza und wer mehr so Burger-Fan ist. Aber ich glaube, in Deutschland ist es so, dass overall mehr Leute eher Pizza mögen. Und in Amerika ist es dann so, dass es sehr ausgeglichen ist oder glaube also ein bisschen mehr sogar auf Burger, also eher so Burger feiern anstatt Pizza. Aber irgendwie, also keine Ahnung, Leute, mit Burger kann ich mich persönlich nicht, also was heißt nicht anfreunden. Also ich mag Burger schon, aber im Vergleich zu einer Pizza ist ein Burger halt einfach, steht gar nicht zur Debatte. Das ist halt einfach, keine Ahnung, Pizza ist einfach immer, immer, immer besser. Also ich kenne keine Situation, in der ich einen Burger über eine Pizza nehmen würde. Außer ich hatte jetzt 3 Tage hintereinander Pizza. Ich weiß gar nicht, was ich heute Abend für eine Pizza esse. Ich habe irgendwie Bock auf irgendwas mit irgendwas Scharfes, so mit scharfen Peperoni oder so und dann vielleicht Salami oder sowas. Da würde ich, da sehe ich mich auf jeden Fall. Leute, ich habe nochmal eine zweite Frage und zwar nehme ich ja dieses Minecraft-Projekt auf, wo ich dann einen neuen Kanal machen will, auf dem ich dann nur einmal im Monat oder so ein Video hochlade und das halt wirklich dann so sehr hohe Qualität hat, sehr viel geeditet ist und so. Und wie würdet ihr es finden, wenn ich einfach die ganze Serie aufnehme und dann in so Parts hochlade hier auf meinem Kanal, auf dem hier, also als zweites Video praktisch am Tag, also irgendwie mittags kommt Bloons und abends kommt dann eine Folge Minecraft und das ist zwar dann schon ein kleiner Spoiler für das Endresultat-Video, aber overall ist es, glaube ich, ganz cool, weil die Heldenreihe ist ja jetzt bald auch vorbei, deswegen würde ich das vielleicht ganz cool finden, weil ich dann schon so ein bisschen ausprobieren kann und so ein bisschen mehr Feedback kriege, ob ich irgendwie was anders machen soll oder so. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren, also schreibt
schreibt da wirklich mal in die Kommentare, ob ihr da eher pro oder contra für seid, dass ich dann hier ein bisschen Minecraft auf dem Kanal hochlade. So, wir gehen jetzt auf Slice and Surf und was passiert? Oh, wir haben jetzt hier noch so ein Schneider, der hier so rumfliegt und die Bloons Schaden macht. Guckt euch das an. Okay, krass, so ein Pizzacutter. Sehr geil. Dann würde ich sagen, wir crosspathen die jetzt noch. Wir gehen unten auf noch mehr Käse und irgendeinen extra Käse. Okay, die Farbe vom Käse hat sich jetzt verändert. Sieht so ein bisschen aus wie Cheddar. Und ja, ich glaube, jetzt deffen wir ganz gut. Guckt euch das an, wir haben sogar Doppel-Slider. Ich mache den mal hier auf First. Aber wir können keinen Unsichtbar angreifen. Okay, das bedeutet, ich muss erstmal ein Affendorf bauen. Jetzt müsste er ja eigentlich Camo angreifen können. Hallo? Okay, nice, jetzt kann er Camo angreifen. Oh, und es spritzt teilweise so Käse aus unserer Pizza heraus. Seht ihr das? Wenn hier die Bloons näher kommen, dann fetzt der Käse so in alle Richtungen. Okay, das ist richtig nice. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die dritte, beziehungsweise erstmal auf die zweite Käseskillung. Wir haben ja bisher nur eine. Und die würde ich auf Mitte gehen. Was kommt denn da drauf auf die Pizza? Ich weiß es gar nicht. Verändert sich da was optisch? Was hat der da drauf gelegt? Das sieht irgendwie eklig aus. Sind das Bananen? Sind das Bananen und Eier? Warum? Welcher Mensch tut Bananen und Eier auf seine Pizza? Kaffee? Welcher Mensch tut... Oh mein Gott, das ist irgendwie so eine Affenpizza oder so. Pizza Party. Okay, wir nehmen jetzt mal die Pizza Party. Wir haben mega die Reichweite und irgendwie fliegt die Pizza hier ins Nirgendwo. Oh, was passiert hier mit der Bank? Ich verkaufe das mal. Was passiert da? Also das ist wirklich sehr, sehr wild, was hier abgeht. Also irgendwie, ich habe noch nicht so die Ahnung, was passiert, aber keine Ahnung. Ab und zu fliegt hier einfach irgendwie Pizza rum. Oh mein Gott, guckt euch die Pizza an. Die Pizza verbrennt uns. Oh nein, die Pizza ist uns dann verbrennen. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich lasse die erstmal kochen oder brennen in diesem Fall. Oh mein Gott, die ist ja ultra stark. Ich glaube, wir können jetzt auch mal mit, oh, wir haben jetzt zwei Fähigkeiten. Ich nutze mal die beiden Fähigkeiten. Und wir fliegen dann einfach zu den Farms und machen extra Geld. Oh mein Gott, es fliegen richtig viele zu den Farms und machen extra Geld. Ich glaube, ich hole mal einen Techbot und platziere diesen Techbot hier auf der Pizza. Und jetzt hole ich noch Bananenzentrale, wenn ich genug Geld habe. Aber dafür brauche ich erstmal den Thai Monkey, aka George. Und George muss mal ein bisschen auf seine Uhr gucken. Wir schicken mal Runde 60 raus, George. Habe ich genug Geld für Bananenzentrale? Noch nicht ganz. Ja, wir gehen ins Freeplay. Perfekt. So, also ich würde Ben verkaufen. Wir holen Bananenzentrale, holen uns jetzt gleich noch die Monkey Wall Street. Und jetzt müssen wir gleich auch auf die nächste Pizza gehen, weil ich habe das Gefühl, wir sterben sonst. Guckt euch das an. Oh ja, das wird knapp. Okay, time für eine neue Pizza. Und zwar unten. Nee, ich will keine Eier auf meiner Pizza. Das ist irgendwie eklig. Hier, Pizza. Unten. Frozen Pizza Pop. Okay. Oh mein Gott, wir haben irgendwie... Das ist eine Calzone. Und jetzt sind es so Pizza Pops. Okay. Was sind Pizza Pops? Kenne ich die? Ich glaube, die gibt es gar nicht bei uns in Deutschland, oder? Kann auch sein, dass ich die einfach nicht kenne. Wir geben da auf jeden Fall noch ein bisschen extra Käse in die Pizza Pops. Oh mein Gott, das ist ja komplett krass. Wir können einfach Bloons mit Käse vernichten. Wie geil ist das bitte? Was zur Hölle ist hier mit meinen Farmen los? Hä? Meine Farm ist mutiert. Bro, was? Was geht denn hier ab? Was ist bitte mit meiner Farm passiert? Und was zur Hölle macht hier die Pizza-Party mit meiner Farm? Das ist ja komplett wild. Okay, wir gehen als nächstes auf... Oh nein, das verbotene Topping. Der will, dass ich Ananas auf die Pizza tue. Oh mein Gott, nein. Ich muss es machen, sonst können wir nicht den Paragon holen, Leute. Aber das tut mir im Herzen weh. Es tut mir im Herzen weh, dass ich das hier jetzt gerade mache. Oh, ich habe die Ananas auf die Pizza getan. Oh nein, es sei mir verziehen, Leute. Ananas auf der Pizza. Ich meine, jeder kann seine Pizza so essen, wie er will. Ich habe auch schon mal Pizza Hawaii gegessen. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, aber es ist ja schon irgendwie das verbotene Topping. Also, wenn man mal ehrlich ist. Was zur Hölle passiert hier? Panasonic NNSG676W Midsize 1200W Microwave. Okay, also es ist auf jeden Fall irgendwie eine Mikrowelle und da tun wir die Dinger rein, diese Pizza-Pops und kochen die jetzt da drin, beziehungsweise machen die warm. Kochen tun wir ja nicht. Let's go. Okay, was zur Hölle passiert hier? Wir haben jetzt hier eine Mikrowelle und die schießt einfach brennende Pizza-Pops. Wie crazy ist das bitte? Diese Mods heute schon wieder, ist ja komplett krank. Und als nächstes haben wir Burger King Food Salat, also Fußsalat. Burger King Fußsalat. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ist wahrscheinlich irgendein Meme mit Fußsalat, weil da irgendwer mit seinen Füßen im Salat steht. Also so von wegen, vielleicht stehen die bei Burger King da drin, auf ihrem Salat drauf mit Schuhen, aber ich weiß es nicht genau. Ich werde jetzt einfach mal das Upgrade holen. 100.000 kostet das. 100.000, let's go. Okay, oh mein Gott, der steht da wirklich einfach auf der Pizza und auf dem Salat. Was fliegt hier bitte? Das sind Pilze. Ih, das ist Fußpilz.
Das ist Fußpilz. Das soll bestimmt Fußpilz sein. Oh mein Gott, nein. Ist ja eklig. Okay, wir müssen schnell den Paragon holen. Das kann sich ja kein Mensch reinziehen. Das ist einfach Fußpilz, der hier um... Ah, und riesiger Salat. Was macht der Salat? Der folgt meiner Maus. Ah, da ist noch ein riesiger Schuh. Und der will auf den Salat treten. Was geht hier bitte ab, Leute? Was habe ich mit meinen Bloons gemacht? Okay, Leute, es ist Runde 96 und ich glaube, es ist an der Zeit, den Paragon zu holen. Die Domino's Pizza, Leute. Ich kann noch ein paar kleine Pizzen bauen und die upgraden, dass wir ein höheres Degree kriegen. Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz. Also ich platziere mal noch ein paar Pizzen. Das Lustige ist, man kann die Pizza wirklich nur auf dem Weg platzieren. Überall anders kann man die nicht platzieren. Ich dachte eben, als ich den im Sandbox probiert habe, um zu gucken, ob der Mod überhaupt funktioniert, dass der kaputt ist, weil ich einfach keine Pizza platzieren konnte. Was ist die teuerste Skillung? Okay, unten. Okay, Leute, es ist an der Zeit. Wir holen den Pizza Paragon, aka Pizza von Domino's. Die beste Pizza, die es gibt auf der Welt. Denke ich zumindest. Let's go. Oh, es ist einfach eine Domino's. Was? Ich kann nichts andrücken. Mein Game ist gecrashed. Es ist... Was passiert hier? Was passiert mit diesem Paragon? Ich kann Runden schicken, aber irgendwie auch nicht. Okay, jetzt es scheint zu funktionieren. Die Pizzen fliegen um ihn herum. Er sieht aus wie der Boomerang-Affe und let's go. Ich schicke mal Runde 200. Okay, er wirft einfach Pizzen, die explodieren mit Käse, Ananas und aller möglichen Arten von von Käse. Und ich habe jetzt hier die Fähigkeit aktiviert. Ich weiß nicht genau. Da ist so eine riesige Pizza, die ich bewegen kann. Oh mein Gott, ich glaube, er schafft Runde 200. Pizza Cruncher! Was zur Hölle ist der Pizza Cruncher? Kann ich damit Schaden machen? Ich glaube, damit kann ich Schaden machen. Pizza Cruncher, Attacke! Kriegen wir Runde 200 nicht hin? Ja gut, das ist ein Level 57er leider nur. Come on, greif doch den ersten an. Pizza, first. Ah, es ist so knapp. Come on. Ah, ich glaube, er schafft es nicht. Er schafft es ganz knapp nicht. Er hat übrigens ein brennendes Auge wie so ein Sharingan. Nee, er schafft es leider nicht. Der Pizza Paragon ist echt nicht so stark wie gedacht. Aber ich finde es Prinzip cool. Also ich hatte richtig viel Spaß heute beim Video. Leute, falls euch das Video genauso viel gefallen hat wie mir, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns heute Abend oder spätestens morgen beim neuen Video. Haut da rein und ciao.